Tri-tra-tolala. Ja, wunderschön unsere Welt. Obwohl, wenn man da genau kickt auf meinen Bildschirmhintergrund, sieht der Himmel auch schon scheiße aus. Diese Automatiken immer, alles schaltet sich out von alleine ab hier, um meinen Strom zu sparen. Super, ja, nie nötig. Da bin ich noch Strom. Kanalempfehlung und auch Videoempfehlung. Gerade dieses Video hier wieder. Perfektionierte Technik des Solar Radiation Management. Den ganzen Tag bildet sich da nicht eine Wolke, also eine normale Wolke, weil stratosphärischer Schleim ausgebracht wurde in großem Maßstab. Ja, eigentlich geht es hier jetzt mehr um die Kommentarspaltenzensur auch wieder. Also ich meine, das packen wir alles gleich zusammen. Ich wollte schon noch ein anderes Video machen. Meine Idee, mein Ansatz ist ja immer bloß nicht zu lange nachdenken. Weil ich mich aber erstmal hätte kämmen müssen und durchs Badezimmer stiefeln. Habe ich das mal unterlassen. Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, das mache ich mal gleich. Ich habe hier kommentiert, das heißt, ich habe geguckt, was die Kommentare machen. Und auch die Aufrufzahlen, ja, da war ein Kommentar angezeigt, war aber unsichtbar. So wie ja jetzt auch drei Kommentare angezeigt sind. Ich habe nämlich diesen Kommentar geantwortet und dann noch einen eigenen Kommentar abgegeben. Den kann man ja hier lesen. Der wird natürlich jetzt genauso unsichtbar sein wie der andere Kommentar. Und auch, also für mich ist es natürlich sichtbar, weil mir soll ja suggeriert werden, man könne da, ich könne hier kommentieren. Die Tagesschau, der Livestream vom iranischen Angriff. Da sind zum Beispiel weder Chat noch Kommentare irgendwie aktiviert. Da kann man sich nicht zu äußern. Das ist unerwünscht. Sie wissen, dass da wahrscheinlich ein bisschen Widerrede kommen würde. Aber gut, hier darf man kommentieren. Nur die Kommentare sind leider für die Nutzer nicht zu lesen. Es sei denn, sie sortieren erstmal. Ich sortiere jetzt mal. Ich habe nämlich, nachdem ich meinen Kommentar abgegeben habe, aktualisiert und dachte mir nur noch, mal gucken, ob das Zählwerk jetzt auch mitzählt. Sind ja jetzt schon drei. Das Zählwerk hat mitgezählt, aber der andere Kommentar ist wieder weg. So, wir sortieren jetzt mal wieder. Ist ja voll nötig. Bei einem Kommentar wie auch bei drei Kommentaren, da ist schon gut, dass YouTube uns das erstmal sortiert. Warum sie das aber vorm Sortieren unsichtbar halten? Ja, das erschließt sich mir nicht. So, jetzt sind da so ja schon zwei Antworten. Die sind alle immer, das ist das Unglückliche, nicht nur der betreffende Kommentar von dem bösen Menschen, der unerwünschte Meinung hat, ist unsichtbar, sondern auch sämtliche Antworten. Ja, mache ich gerade ein Video drüber, habe ja gedacht, das wäre Zensur oder so. Ja, natürlich ist das Zensur. Das ist 100% jetzt Zensur, die nach unserem Grundgesetz angeblich ja nicht stattfindet. Ist jetzt aber kein Paragraph, wonach sich da YouTube, Twitter, Facebook oder wer auch immer in irgendeiner Form rechtlich angreifbar macht. Die sind halt da nicht jetzt verpflichtet, alle abzudrucken und alle Kanäle auch auszustrahlen oder mal auf die Startseite zu setzen. Nur so habe ich nämlich diesen Kanal hier überhaupt kennengelernt, Annas Wolkenstube, weil ihr dasselbe passiert ist wie mir. Wir können ja mal gucken hier. Auf den Kanal, wir gucken mal den Kanal, was so da für Videos sind. Und nach Neueste ist das schon immer vorsortiert, wenn es passt. So, da gucken wir 7 Aufrufe, 69, 69, 79, 61, 200 mal, gut, 26. So die normalen Aufrufzahlen. Das sind so die Aufrufzahlen, die ich auch habe. Also keine Aufrufe eigentlich. So, denn ist da aber ein merkwürdiges Video, und zwar dieses hier, wo plötzlich bei 230 Abonnenten 5340 Aufrufe stattfinden in 7 Tagen. Ja,
Ich hatte ihr schon empfohlen, sie solle mal auf die Einzelanalyse des Videos gucken. Da ist angegeben, dass das auf der Startseite war. Das ist der Grund, weshalb das so viele Leute. Nicht, weil das Video so toll ist, nicht, weil der Titel so toll ist, nicht, weil der Kanal so toll ist, sondern nur, weil das auf der Startseite war. Für Millionen von Nutzern. So kommen denn mal zufällige 5000 Aufrufe zustande. Die ja, wenn das öfter passieren würde, auch mehr werden würden. Ja, aber das passiert uns Chemtrail-Nazi-Deppen eigentlich doch sehr selten. Bis ja nicht. Mir ist es auch schon passiert, aber ich bin mir nicht sicher, warum. Das kann ja kein Versehen sein. Wenn man Tunnelbewohner ist und im Off irgendwie seine Nachrichten verbreitet. Ja. Denn ist da nicht zufällig möglich, dass so ein Tunnelbewohner mal auf die Startseite kommt? Das ist Vorsatz, unterstelle ich. Ich weiß nur noch nicht die Motivlage. Okay, ich wünsche euch allen erstmal einen schönen Sonntag. Das ist ja fast schon wieder länger geworden. Aber das Thema ist es ja also irgendwie, wie soll ich sagen, das meist ignorierte Thema unserer Zeit. Alle reden über alles, wir haben Probleme ohne Ende, künstlich geschaffene Probleme, wie bei George Orwell. Wie bei George Orwell. Wir haben so viel künstlich selbstgebaute Probleme, dass wir uns mit diesen Problemen überhaupt gar nicht beschäftigen können. Wir haben so viel Stolperfallen ausgelegt, dass wir an Himmel überhaupt nicht mehr gucken können. Wir müssen pur aufpassen, dass wir beim Laufen nicht ständig über Stolperdrähte fallen. Gut, in diesem Sinne, kickt euch die Videos selber an, das müssen wir jetzt hier nicht durchlaufen lassen. Empfehle ich auf jeden Fall, weitermachen.